So, neues Jahr, neues Glück und wir haben dieses Jahr mal ein kleines Cross-Event mit dem guten Schabernack, der seinen Einstart auf Twitch gefeiert hat. Und ja, es wird jetzt ein bisschen was von seiner Map-Entwicklung nur bei mir auf dem Kanal zu geben und ein bisschen was von meiner Map-Entwicklung nur bei ihm live auf Twitch. Von daher, wenn ihr das sehen wollt, folgt dem guten Schabernack, das lohnt sich dann auf jeden Fall. Denn da werdet ihr mich und meine Map demnächst auch zu sehen bekommen. Und von daher können wir jetzt einfach schon mal anfangen in 3, 2, 1, ab geht's. Ich habe das wieder im Michi-Style hingekriegt. Geil, oder? Was ist der Michi-Style? Ja, der Michi-Style. Ach so, ja, ja, ist mir ja ganz wichtig. Ne, weil das immer zu lame ist. So, ja, aber damit auch herzlich willkommen, Schabernack, beziehungsweise vielen Dank für herzlich willkommen. Er hat hier komische Sachen gebaut. Ja, wir haben hier in seinem Stream schon mal ein bisschen angefangen zu bauen, beziehungsweise er ist dumm in der Gegend rumgelaufen und ich habe ihm den ganzen Scheiß hier hingebaut. Ja. Und jetzt will er mit mir Sachen hier bauen. Ich weiß nur noch nicht was. Das wollte er mir gerade erklären. Da habe ich gesagt, nee, erklär es gleich allen. Jetzt muss ich mir das zweimal anhören. So. Wir brauchen Rotoren. Rotoren. Rotoren und schwere Eisenplatten, damit wir hier mal vorwärts kommen. Ja. Da muss ich ja gleich erstmal selber gucken. Und du meinst, das reicht alles. Mit X kannst du dir deine Rezepte anzeigen lassen. Das ist ja super gut. Ist auch gleichzeitig eine Suchfunktion. Das ist ja Wahnsinn. Das können wir ja gleich mal nutzen, wenn ich hier schon mal was... Wie willst du die machen? Wahrscheinlich aus Eisenplatten und Schrauben, richtig? Ich schaue nach. Oder willst du sie aus Eisenplatten und Draht machen? Dummer... Achso, nee. Gibt ja verschiedene... Mein Stahlrohre, nee. Also wenn überhaupt... Alternativ Rezept 2. Genau. Weil das Kupferblech und Schrauben. Das wäre das einzig Interessante für mich. Ja. Okay. Das, Kupfer kriegst du da hinten. Habe ich schon mal gebaut. Wie viele Manufaktoren willst du. Was soll ich denn jetzt mit Kupfer? Das Kupferblech für das Alternativrezept 2. Ich denke, du willst. Bei den Rotoren. Oder bist du jetzt gerade bei den schweren Rahmen? Ich war bei den schweren Eisenplatten. Manchmal. Verstärkte Eisenplatten. Oder verstärkte Eisenplatten. Ja, da wirst du ja wahrscheinlich Alternativrezept 2 nehmen wollen mit 15 Out pro Minute und dann trotzdem aus Eisenplatten und Schrauben. Was? So, das heißt, ich mach schon mal hier fertig gleich für Bumsings hier. Wie viele Manufaktoren willst du denn haben für die schweren Eisenplatten? Oder von den schweren Eisenplatten? Wie viel kriegen wir denn raus? Ich weiß noch nicht, wie viel wir rauskriegen. So ist der denn hier rot? Also wir haben aktuell ein Output von... Das sind Rohre. Das ist, hier wird gar nichts gebaut. Ist auch gut. In der ersten Reihe werden sollen Eisenplatten sein, ne? Ja. Aber einer baut keine Eisenplatten. Ist auch doch, gut. Macht er jetzt. Sehr schön. Ah. So. The Power. Was wir... Ja, weil das hier wieder alles so hektisch war bei dir. Unerhört. Ja, du brauchtest, Strom. Plötzlich brauchtest du Strom und dann habe ich mich erstmal um Strom gekümmert. So, Eisenplatten. Stellen wir hier 15, 30, 60, 90. Das ist ja erstmal schön. Wie viel nehmen wir ab? Och, nix. Okay, also dann haben wir 120 Eisenplatten, Schrauben, die wir aktuell rauskriegen. Damit können wir machen. Kann ich gerade nicht bauen. Scheiße, ich brauche mal eine Eisenplatte. Der Kai hat dir schon mal ein bisschen was zurechtgecheatet. Ne, zeige ich ja auch gerne. Ist kein Cheaten. Das ist, nee, ist kein Cheaten. Das habe ich gesammelt. Bist über die ganze Map gelaufen, hast Eisenplatten gesammelt. Glaube ich dir aufs Wort. Und zufällig hast du einen ganzen Container vollgekriegt, richtig? Ja. Ja, so, das passiert mir auch ständig. Ne, was für ein Zufall. So, was haben wir denn hier? Verschraubte Eisenplatten. Klack, klack. Oh, so viele schaffen wir gar nicht. Wir schaffen gerade mal, einen halben Manufaktor auszulasten.
mit dem Alternativrezept. Brauche nämlich 250 Schrauben. Machen, wie viele Schrauben machen wir? 120 aktuell. Ne, und wir brauchen 250, braucht man, 250, ne? Nimmt einer ab, ja. Was natürlich ganz schön fett ist. Wir könnten aber locker nochmal so ein Dreierding hier daneben flanschen. Ja, machen wir. Machen wir. Gut. Dann kriegen wir den aber immer noch nicht voll ausgelastet, ne? Stimmt, sind wir bei 240. Na, ich muss nochmal Stahl holen. Ne, ja, dann brauche ich einen mehr und dann passt das schon. Der eine wird zur Hälfte runtergeregelt und dann ist alles toll. Zack, zack. Das haben wir. Was brauchen wir hier noch so? Kabels. Kabels und Rotoren. Ja, Rotoren hast du ja nicht gesammelt, ne? Bitte? Rotoren hast du ja nicht gesammelt, ne? Nee, aber ich hätte 21 Stück für dich. Ja, das wäre ein Anfang. Ich mache mir aber fix welche, glaube ich. Ich bin hier hinten. Bei der Werkbank. Die habe ich mir eben auch gecraftet. Gecraftet? Welcher Werkbank? Ja, so viel hast du ja nicht, oder? Ich hatte hier auch noch. Boah, ich hatte hier schon eine stehen, weil ich habe mir ja schon irgendwie die Rotoren machen müssen. So, hier, warte, ich schmeiße noch eben 21 Stück vor die Füße. Schmeiß mir mal vor die Füße. Zack, da liegen sie. Zack, zack, zack. So. Dann mache ich noch ein paar. Machen wir noch ein paar. Ne? Ich setze die hier erstmal fix. Wo sind wir denn jetzt? Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Rotoren. Zack. So. Ja, und der gute Kai, der hat auf jeden Fall einen sehr erfolgreichen ersten Stream. Das kann man, glaube ich, einfach mal so sagen. Ja. Ne, es war gut besucht. Wer war alles da? Oder wer hat dich alles geradet? Ich brauche echt noch Kabel. Scheiße. Ich hätte hier 300. Wo bist du? Ja, die nehme ich. Ich komme gerade zu dir gelaufen, glaube ich. Doch nicht. Da bist du. Woo! Zack. Alternativ dazu, wenn du mal in die Blickrichtung schaust, in die ich gerade gucke, da stehen ja große Container. Ja. Da werden ganz so viele Kabelze und Kupferdrahtrollen und Kupferbleche gemacht. Ja, vielleicht willst du uns nachher nochmal rumführen. Wäre ja auch was. Ja, damit kann ich arbeiten. Sehr schön. Aber wir stillen hier erstmal Grundbedürfnisse. Das ist, glaube ich, cleverer. So, was wollte ich denn jetzt? Ach, Rotoren bauen. Genau, Rotoren. 1, 2, 3, die hier nochmal neben kommen. Mittig einen hier ran. So. Ist aber auch eng auf eng hier, du. Habe ich mir wieder aber toll was beigedacht. Deswegen habe ich das extra oben rumgebaut, damit du eigentlich mehr Platz hast. Ja, das ist, glaube ich, schlau. Es ist schon wieder dieser geile Baubug. Ah, echt? Kannst du das wenigstens mal sehen? Nee, kann ich gerade. Achso, ja, kann ich dann demnächst in deinem Video. Genau, in der Aufnahme kannst du es dann ehrlich sehen. Ne, aber diesmal nicht mit Blaupause, bleibt einfach stehen. Ah, jetzt kommt's, siehst du wohl. Ist ganz komisch, dann geht's plötzlich wieder. Also ja, wie gesagt, ich habe beim letzten Mal habe ich Wautz hier einfach mal was vor die Füße gebaut. Ja, passiert. Der eine Etage tiefer stand. Ja. Ist ja typisch für Satisfactory. Ach, scheiße. Ja. Wo ne, bist das du? Da plötzlich bist du. Sachen aufpassen. Ach, der ist falsch rum. Das ist natürlich äußerst clever. Hier, nochmal 23 Stück, bitte sehr. Das ist schön. Stehen bei, vor dir auf dem Boden. Jo. So, jetzt kann ich nicht mal mehr aufhören damit. Was ist denn hier los? So, ab Rinder. Zack. So, dann macht ihr alle noch fleißig Schräubchen. Wir nehmen nicht mal das alternative Schraubenrezept, aber das liegt, glaube ich, einfach nur daran, dass wir Eisenstangen brauchten. Ne, nee, es gibt ja das gute alternative Schraubenrezept. Die hätten wir nehmen können, dass du die direkt aus dem Barren machst. Aber ja, ich hatte mich ja dazu entschieden, die Schrauben aus den Eisenrohren zu machen, damit wir möglichst schnell möglichst viel Produkte hier raushammern können aus der einen Mine, die wir da haben. So, die brauchen nur noch Strom. Tütülü, der ist natürlich voll. Hast du schon Turbodraht irgendwo? Ich prüfe. Er prüft. Ah, jetzt ist das hier wieder.
Also Multiplayer und Satisfactory ist echt immer noch so eine Sache, ne? Ja, ich mache Fix Turbo dran, weil ich habe ganz viele Katerium-Barren im Okay. Inventory. Also ist nicht zwingend notwendig. Ich habe Ja, gerade eine jetzt Alternative gefunden. MK2 und mehr machen. So, Turbo dran, wie viel brauchst du denn? Es kommt ganz darauf an, ob der mich hier noch bauen lässt heute. Vielleicht brauche ich gar Ja, ich nichts. mache dann immer 150. Das wird eine sehr interessante Folge. Ne? Seht ihr gleich mal die Schwächen des Satisfactory Multiplayer. Das relativ hoch ist. Jetzt mache ich das anders hier. Warte, ich ändere das mal. Moment, Moment, Moment. Ich krieg da noch was geregelt. Nö, 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 nö. Gut, kriegt ihr halt alle keinen Strom. Habt ihr alle Pech gehabt? Kann ich hier bauen? Nee. So, müsste jetzt gleich eigentlich gehen. Besser gehen. Oder ich bin einfach nur zu blöd, das hier zu machen, was du hier gemacht hast. Was denn? Ne, ich will hier, du hast ja hier so lustig die Strommasten auf die Das Splitter geht nur, wenn gesetzt. du mit dem, du gehst mit dem Kabel an einen Ja. anderen Masten und dann kannst du einen Strommasten oben auf die Ja, ich Splitter und weiß. Dings setzen. Das versuche ich, aber es lässt ja, also ich mache das 1000 Mal, das klappt nicht. Und wenn ich einen anderen Stromasten baue, klappt das. Okay. Ne, So, also ich die hätte müsstest. 216 Turbodraht für dich. Wo bist Ja, du? die müsstest du hier einmal setzen, die Verströmung. Ja, sollst du haben. Wo ist denn So. frei? Von welchem? Ich hatte Du da nicht. vorne. Du nicht. Ah, das sieht gut Genau. aus. Ne, und dann 4 von 4. kannst du den hier rüberführen. Und dann Ja. Paschasch. So, dann lassen wir das hier alles einmal Ah. zusammenlaufen. Brauch gleich mal. Ja. Ich wollte gerade echt überlegen, kann der überhaupt so viel? Aber ja, kann er. Aber weißt du was? Komm, Arschlecken. Zack dazwischen. Machst einfach mit Mark ab. Jetzt bist du schon schluserig auf deiner ersten Map. Was sollen denn meine Das Zuschauer ist schon doch nicht denken? schlimm. Was heißt denn meine erste Map? Nee, So. auf deine ersten Twitch-Map. Ajo. Jetzt wird doch eh alles wieder abgerissen hier. Das stimmt wohl. So. Mark Hast ja 2 recht. steht. Macht wie er soll. Sehr schön. Oh. Schrauben laufen dann auch. So brauchst du jetzt noch Turbodraht Machen in die alle schon Einstein. Schrauben? Wieso kriegen die nichts? Was ist hier los? Was ist hier los? Habe ich da einfach nicht. Die scheinen nicht Ja. miteinander verbunden zu sein, ja. Ah, ja, wenn er nicht so baut, wie er bauen soll, ne? Okay. Ja. So, da oben, die Fließbänder muss ich wieder wegnehmen, da ich ja hier erweitern musste. Soll ich weiter rüberziehen, das Ganze? Ja, ne? Mach ruhig. Ups. Komm mal wieder weg da. Weg. So ist fein. Boah. Schön Beton weghämmern. Jetzt kann man hier eigentlich. Ja, so passt das. Setzt du oben die Fließbänder an? Obwohl Ja. eigentlich kannst du die Manufaktoren doch auch oben hinstellen, oder nicht? Kann ich auch. Ne, das macht doch eigentlich, glaube ich, fast mehr Sinn. Ne, sonst hast du da einen Haufen Fläche, den du eh nicht nutzt. Ob das nur da oben produziert wird oder hier unten, ist auch gehobt viel Sprung. Hast du da oben halt eine weiterführende Produktion. Ne, dann kann der ganze Schnuddel hier nämlich weg. Zack. So. Dann können wir das doch eigentlich auch hier wieder runterlaufen lassen und gleich zum nächsten Container. Ja, könnte man. Könnte man noch cool machen, ja. Was willst du denn runterlaufen lassen? Und ich würde das denn hier runterlaufen lassen. Und Also dann die die. fertigen Produkte. Genau, die Eisenplatten denn. Yes. Ne? Dann könntest du doch schon mal da unten zwei Container hinballern und die Förderbänder herholen. Und ich guck mal, was hier so drin ist. Das sind Shrimps, das sind So, Eisenplatten. Container sollen hier unten runter. Okay, bam, bam, bam. Das einmal weg hier. Zack. So, wie stellen wir das denn hin, dass sich das nachher nicht alles gleich im Weg ist? Eigentlich müsste man es denn so machen. Müsste man? Macht man auch. Ja, machen wir auch. Und dann führen wir das hier rüber. Einmal. So. Ups. Ups Ich war's. ist schon immer gut. Ups ist genau. Ja, da steht jetzt. Ist genau mein Ding. Ja. Was machst du denn schon wieder hier oben? Stand plötzlich ein Lagercontainer neben dir. Okay. Ja, kann man machen. Zack.
So. Ja, reicht ja erstmal einer, ne? Ich meine, mehr können wir gerade eh nicht. Ups. Hüppala. Kann da mal passieren. Das war ein bisschen zu lang. Einmal hier rein. Dann. Passt das? Wir gucken. Nee. Mein erster Gedanke war anscheinend richtig. Dahin. Ja. Schön. Mal gucken, wie lange das Band kann. Ja, feini. Zack. Verschraubte Eisenplatten. Und dann ist das auch schon bereit zur Abfuhr. Schicken wir hier wieder ein bisschen rüber. Der hier ist zum Abführen. Ja. Guti. Ich sehe Container unten drunter. Sehr schön. Dann du haben Eisenplatten gleich. Ach, aus irgendeinem Grund kann ich mit deiner, auf deiner Karte mit Rechtsklick nicht den Bau abbrechen. Okay. Ich weiß halt nicht warum. Naja, egal. So, theoretisch hast du denn auch schwere Eisenplatten. Machen wir nur noch Strömung. Hast du ja hier schon stehen, das ist ja herrlich. Zap, zap. Das ist ja jetzt doof. Ja, so. Zack. Das ist jetzt doppelt doof. Wie uncool. Das sieht ja scheiße aus. Ja, das sieht scheiße aus, wie ich es gerade machen wollte. Also meist anders. So. So, was brauchen denn die blöden Rotoren? Die brauchen... Ja, ist ja herrlich. Auch Schrauben und... Schrauben und Kupferblech, aber... Nee, Schrauben. Kein Problem. Schrauben und Eisenstangen. Ja, Schrauben und Kupferblech. Hä? Achso. Ah, Schrauben und Kupferblech. Wir müssen Kupferblech ranholen. Ja. Und die Schrauben machen wir jetzt Alternativrezept und gehen hier an den zweiten Eisenminer. Fertig. Aufgelegt. Das geht natürlich auch. Easy peasy. Dann kommen ja hier doch nochmal Aufzüge hoch. Brauchst du noch Zeug? Weil ich hole dann mal eben Kupferbleche. Nö, ich glaube, ich bin erstmal glücklich. Achso, wolltest du kurz mitkommen? Ich kann kurz. Kupfer noch kurz angucken. Kann ich mal. Dann kannst du ja auch gleich Kabel zu mitholen. Wir können alle gleich Kupfer angucken, das ist ja herrlich. Hui! Herrlich. Ja, beim letzten Mal haben wir auf dem letzten Drücker tatsächlich noch ein bisschen Strom herstellen können. So die ersten 6 Kohlekraftwerke oder was wir da hingezogen haben. Okay. Wieso, okay, du warst dabei. Also geistig vielleicht schon nicht mehr, aber. Hier, oh, sie haben ein Kupferd. Oh, guck mal. Endlich mal eine Fabrik, die ich nicht gebaut habe. Ist ja herrlich. Du pufferst da ganz schön. Du pufferst da eine Menge, ne? Wo? Na, da drüben. Das Kupfer. Ja, das wird ja auch. Da ist ja auch ordentlich Zeugs und null Abnahme aktuell. Okay. Ja, und auf der anderen Seite steht es noch still, weil da sind die Kupferbleche noch nicht angeschlossen. Das mache ich aber fix noch. Ah. Wäre es ja fast clever. Obwohl, nee. Ist ja egal, was wir von wo holen. Also du kannst die Kupferbleche hier schon mal aus den Konstruktoren holen, wenn du möchtest. Wieso brauche ich da jetzt nicht? Also was soll ich denn jetzt mit Kupferblech? Ja. Ne, also ich brauche erstmal. Dann kannst du aber das Metall hier rüberführen, also Eisen. Ja, könnte man auch machen. Achso, dass direkt hier vor Ort die Schrauben produzieren, das geht ja. Für die Rotoren. Ja, das können wir auch so rum machen, das geht. Dann gucke ich doch mal, wo wir noch so Eisen haben. Plong, plong. Damit ich. Ja, damit ich haben würde. Ja, sein können, dass hier gleich um die Ecke nochmal was ist. Wäre schön. Meine ist gar nicht mal so weit weg. Nee, das, was wir hier haben, ist auch nicht weit weg. Aber wonach hat der jetzt gescannt? Nach Bauxit? Ist der bescheuert? Da ist, das wusste ich vorher. Nee, der andere Kram ist weit weg. Das bringt 780 Meter. Nö. Machen wir nicht. Oder alternativ 1245. Ja, unbedingt.
So, dann muss der aber noch übertaktet werden hier. Damit er seine 240 Eisen ausspuckt. Hast du noch Schneckchen? Nee, ich bin leer gebombt. Aber ich kann dir das schon mal rüberführen. Müsst ihr wahrscheinlich nicht unbedingt, dass das Ding... Moment, ich muss mir erstmal meine... Fünf. Meine Shortcuts ein bisschen anlegen. Kommt man so schon durch? Nee. Wir wollen auch mit Fahrzeugen nachher durchkommen. Eins, zwei. Hast du noch Schnecken im Inventar? Zufällig? Nee, ich glaube, ich habe gar nichts mehr. Wir können ja gleich auf Schneckenjagd gehen. Ja, gehen wir gleich nochmal Schnecken suchen. Zwei, drei. Und dann darüber. Sehr schön, passt genau. Dann gehen wir erstmal bis hier. Zack. Ab rüber über die Hütte. Und dann ist der Piss auch nicht im Weg. Zack. Können wir eigentlich auch hier unten durchführen und dann einfach hochschicken da hinten, ne? Ja, da brauchen wir es eher. Dann mache ich das hier lang. Gut, gut. Ich habe einen Plan und der geht auf. Hoffe ich. In Ordnung. So, sind das drei? Oh, herrlich. Nee, doch nicht herrlich. Das ist ja ganz was Ekelhaftes. Das ist doch hier kein volles Fundament, oder was? Passt das so? Ja, so ist in Ordnung. Will man es gleich hier oben hochholen? Eigentlich nicht. Obwohl, eigentlich ist auch egal. Dann führen wir das hier hinterher lang. Okay, geht auch. Zack. Moment. So ist Bodenhöhe. Eins, zwei, drei. Quatsch, eins, zwei, drei, wie bescheuert. Eins, zwei, also die Höhe. Und dann... Lucky, Lucky. So soll es passen. So. Scheiße. Natürlich passt es nicht. Ich hasse es. Ist ein zu hoch. Meine Fresse. Immer das Gleiche, ey. War es halt so rum. Ja, natürlich. Natürlich. So. Lifte, ne? Lifte sind doch immer so eine Sache. Ja. Also. Schienen. Nee, Schienen finde ich tatsächlich noch schlimmer. Weil Lifte kannst du einfach überhaupt nicht abschätzen. Also ganz schlecht finde ich zumindest. So. Jetzt haben wir es aber richtig rum. Und jetzt gehen wir hier lang. Es müsste genau über die Container rübergehen. Nein, tut es nicht. Ach, scheiße. Dann halt noch ein höher. Nochmal weg. Nochmal drauf. Ach komm, leck mich. Lecco mio. Lecco mio doppel. Ah, du bist da, okay. Jojo. Ich hole gerade Eisen. Ja, ja. Auf ganz verqueren Wegen. Wird dir gefallen. Sieht richtig scheiße aus. Ist egal. Du gehst hier mit einer Einstellung ran, ne? Nee, gerade ist es tatsächlich egal. Später, wenn wir schön bauen für die gesamte Atomgeschichte, dann... Ah, Ziel ist also, großes Ziel ist Atomstrom, ja? Yes. 3, 4, 5. Dann bauen wir halt nur so, dass nichts im Weg ist. So, was ist das jetzt hier? Achso, das ist alles noch Kupferblech.
Okay, das brauchen wir okay, ja. okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Wird aktuell hier hinten zusammengeführt. Kommt jetzt noch ein kurzes Pufferlager hinten, dann ist gut. Jo, führen wir zusammen. Aber Organisation. ich verstehe halt immer noch nicht, warum bei dir die Anordnung im Baumenü anders ist als bei mir. Keine Ahnung, vielleicht hat das mit der Freischaltung zu tun. Das kannst du natürlich haben. Ja, aber es verwirrt mich halt ungemein. Zack, zack. Ja, mehr brauchen wir gar nicht. Dann sind wir erstmal hoch genug. Sind auch hier auf der richtigen Höhe. Müssen das jetzt vier sein? 1, 2, 3, 4. Oh nee, das sieht schief aus. Müller baut wieder schief. Oh Ja. je. Ich hasse es. So, jetzt passt's aber. So. Und dann bauen wir doch genau andersrum und führen das hier mittig zusammen zu den Containern. Ja, der Kai hat anders als ich tatsächlich überhaupt kein Problem mit schwebenden Plattformen. Statik gibt das Spiel nicht vor, ergo gibt es die nicht. Einfache Erklärung. Richtig. Also bauen wir hier wild in die Weltgeschichte. Das wird für Leute auf meinem Kanal sicher ein bisschen ungewohnt sein. Aber naja, dann ist das halt so. Ach komm schon. Mann ey. Immer der gleiche Scheiß. So. Da haben wir es. So, aktuell kriegst du 70 Kupferblech die Minute. Okay. Ja, ich guck gerade, dass. Der steht ja nicht mal mittig, der Container. Macht mich ja fuchsig. Nö. Hast du Eisen, Stahlrohre zufällig gerade hier? Bist du denn? Ja, bin gleich wieder da. Moment. Nee, den hole ich selber welche. Nee, ich bin schon bei dir. Du bist schon bei mir. Ja. Ich fliege quasi Ich gerade bin herbei. hinten beim Container. Ja. Juhu! Du möchtest, dass ich den umsetze, ja? Ja, das auch, aber vor allem brauche ich hier noch Christen. brauche einen zweiten Da. Container. So, mehr habe ich nicht. Ja, Stahl hätte ich sonst auch da gehabt. Also Stahlbänder, Stahlträger, wie auch immer, du weißt, was ich meine. Stahlgedöns. Genau. Nicht die Rohre. Stahlfolie. Stahlkomma viereckig. Stahlkomma viereckig, genau. Das ist der beste Ansatz, den ich so lange gehört habe. Ja, Bundeswehrdeutsch. Schrecklich. Spielst hier mit dem Pazifisten, Junge. Das ist doch nicht mein Problem. Ja, was sollen die Leute denken? So, zack. Schön blöd, der Müller, das soll ich nur denken. Was sollen sie denken? Ey, ich habe super den Wehrdienst verweigert. Das war Ja, ja. gar nicht mal so schwer. Ups. Nee, war's nie. Ne? Aber früher hat man sich ja noch Gedanken gemacht. Ja. Nehmen die das an? Finden die das okay, was ich da schreibe? Ne? Es hat garantiert nie auch nur ein Mensch gelesen. Da geht die Brief und Siegel drauf. Wahrscheinlich nicht, nein. So. Okay, aktuell haust du raus, wie viel Kupferblech? Aktuell 70. Aktuell 70. Wir müssen abnehmen am Ich kann Ende. aber noch mehr machen. Ja, glaube ich dir. So, Rotoren. Und du wolltest hier mit Kupferblech. 70, das heißt, das wäre genug für drei Manufaktoren. Das heißt, wir bräuchten fast 600 Schrauben. Ist ein Anfang, oder? Ja, kriegen wir hin. Ja. Guti. Moment, ich bin sofort an dem Miner. Der kriegt nämlich, ich hatte nämlich hier noch Schnecken. Achso. So, jetzt geht der mal kurz hoch. Und Bub zack. sagt er. 300 die Minute. So, jetzt kannst du da 10 Schmelzen hinbasteln. Damit können wir doch anfangen zu arbeiten. So, das heißt, ab hier kommen Konstruktoren. Ich könnte sein, dass ich gleich noch Eisenplatten brauche. Was für welche? Verstärkte. Ja, natürlich. Ja, Pimmel-Eisenplatten braucht aber kein Mensch mehr. Wo bist du denn? Zumindest nicht zum Da Bauen. bist du. Schau mal. So. 34. Dann sind wir erstmal bis hier.
Ja, wie gesagt, könnte sein, noch nicht unbedingt. So, und wir machen die hier. Die haben einen Output von 50 Schrauben. Das ist ja ganz ordentlich. 100, 150, 200, 250, 300. Das ist ja schon die Hälfte. Das Ganze nochmal. Jo. Also bitte nochmal so. Direkt dahinter. Gedreht, genau. Aber lass mal bitte so eine ganze Platte frei. Ja, ja, genau so. Ja. Was hast du denn gedacht? Wie bei dir in der Fabrik. Ach komm. Naja, wenn hier jetzt gleich. Ach komm. Wenn hier jetzt gleich noch die Splitter zwischenkommen, dann ist hier sowieso Holland in Not. Ja, ist eigentlich schon zu dünne. Aber ja, ist egal. Dann kommt da schon wieder kein Schwein mehr lang. So, wie viel nehmen wir denn dann ab? Och, da. Luft bis zum Abwinken. So. Zack. Das machen wir doch. Schraube, ne? Ja, ja. Das heißt, wir haben. 12,5 die Minute. 12, genau, 12,5 mal 12. 244. 150. Was? 244? 12,5 mal 12. Ja. 144 und 0,5. Ja, ja. Ja. Schon gesagt. Ja, ja, 150. Ja, 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 kommt hin. Kommt hin, kommt hin, kommt hin. Das kriegen wir alles auf ein Band. Das ist ja herrlich. Das ist ja herrlich. So, dann machen wir hier noch ein paar Felder und Splitter. Von wo kommt das? Am besten von. Das ist eigentlich auch Lachs, ne? Am besten von oben. Von oben? Weil, ja, also von da, wo du jetzt gerade in die Richtung, in die du gerade schaust. Weil, von da soll es kommen. Okay. Hier kommt nämlich Eisen. Eisen führen wir quasi hier weiter entlang. Dann in Richtung der Berge. Die schmelzen. Ja. Okay. Hm? Ja, macht Sinn. Ja, so, macht so ein Quatsch. Wir bauen jetzt gerade Schmelzen hinter die Konstruktor. Ja, ah, ja. Ja, nee, das ist überhaupt nicht Quatsch. Das ist überhaupt nicht Quatsch. Weil hier in der Mitte ja deine Lager stehen dafür. Dann hast ja, du ja die Lager zusammen. Ne? Das ist eigentlich total sinnig. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Nennen wir es sinnig. Nee, du könntest auch da vorne in dem Bereich bauen, wo du eh keinen Platz mehr hast, aber das ist halt Quatsch. So, schon mal eben noch gerade ein paar Eisenstangen. Oder mal Eisenstangen. Weil die braucht man nun mal für Schmelzen, ne? Das, ehrlich? Eisenplatten und Eisenstangen bräuchte man vielleicht für Splitter. Oh, ich habe aber noch, ich habe aber einige da. So wäre es nicht. Also wäre jetzt nicht das Problem. Ja, alles gut. So, dann bauen wir hier noch ein paar Fusionatoren hin. Ne, und ich habe mich hier, also ich finde fast perfekt an deinen Baustil angepasst. Also, da gibt es ja nichts. Chaotisch? Nix. Ja. Das nächste Mal wird hier Spaghetti gebaut, da gibt es die Spaghetti-Challenge. Ungeordnet. Ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob mein Monk das zulassen würde. Ich bin mir fast was sicher, dass ich nicht. Was ich mal mit dir ausprobieren wollen würde, wäre die 5 auf 5 Challenge. 5 auf 5 Challenge? Mhm. Was? Die 5x5 Challenge. Was ist denn die 5x5 Challenge? Du hast einen Baubereich von maximal 5x5 Fundamenten. Okay. Ja. Und dann nach oben hin offen. Ja. Aber halt 5x5 Fläche. Ja. Groß. Und da musst du eine gesamte Fabrik reinballern. Reinpressen. Ja, und zwar komplett. Bis hin, kannst du ja dann aussuchen, ob das hier Supercomputer sind oder was auch immer. Ach so. Ah, okay. Ja. Ja, Supercomputer ist natürlich fett, ne? Das ist eine ganz schön große Anlage dann. Nein. Wie nein? Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, ich weiß ja nicht, was man für Supercomputer jetzt alles braucht. Moment. Gucken wir doch mal nach. Ja, ein bisschen was ist das schon, ne? Was da zusammenkommt. Hm. Plastik schmelzen. KI-Begrenzer, ja. Ja, gut, geht. Geht. Ich sehe kein Problem. Ja, ja. Absolut nicht. So. Jetzt reißt er die wieder ab. Ja, ich muss die nochmal ganz kurz neu setzen, weil die hat das aber nicht gefallen. Okay. Dann kann ich ja hier erstmal den Zulauf machen. Was denn da was?
Splitter von hier kommt. Und so. Ach ja, endlich mal wieder diese Grundrezepte. Ist total schön eigentlich. Was machst du da? Fusionatoren. Nee, Splitter. Was splitterst denn du hier? Und ich splitter falsch rum, scheiße. Was willst denn du hier splitten? Da wir. Stimmt, hier muss gar nicht gesplittet werden. Ach, danke. Ja, ich war klug. Grundrezepte. Ich überlege gerade, was ich hier für. Stimmt, hier muss fusioniert werden. Hups! Kann mal passieren. Entschuldige bitte. Ich hab doch nur gefragt. Ja. Du warst so überzeugt von dir selber. Nee, ich bin immer von mir selbst überzeugt. Das ist meine Superschuldenfähigkeit, ne? Besser mit Scheiße, dann Scheiße mit Schwung. Ne? Ja, also bei völliger Ahnungslosigkeit muss man zumindest selbst sicher auftreten, sonst. Das kann ich. Fast perfektioniert. Ja, sonst funktioniert mein Leben auch nicht. Ne? Ich bin ja dafür berüchtigt, dass ich, auch wenn ich falsch liege, so lange diskutiere, bis das gegen mein Konterpart keinen Bock mehr hat auf diskutieren und einfach sagt, ja, du hast recht. Und ich habe meine Ruhe, genau. Ja. So mache ich das zu Hause öfters. Nur. Ne? Das Tolle ist, meine Tochter hat sich das auch angewöhnt. Die macht das jetzt schon. Und die hat in ihrem Alter einfach noch so gut wie nie recht. Upsala, das war ein knappes Ding. Wie war's denn? Naja, was denn war, ich bin einfach mal im Autosave einen Schritt zu weit gegangen. Ja, das kann schief gehen. Boah. Zack, zack. Ja, dann muss ich das ja mit den ganzen anderen Leuten aus der Community eigentlich auch noch machen. Alle kriegen ein Video auf meinem Kanal. Weil ich das gut finde. So, jetzt brauche ich wieder Stahl. Scheiße. Ich glaube, das war's. Ja, so ist richtig. Aber Stahl produzieren wir ja tatsächlich schon. Haha. Da muss ich mich nicht mal schlecht fühlen, weil ich das aus seinen Cheat-Containern raushole. Cheat-Container. Das sind Cheat-Container. Genau das und nichts anderes. Cheat-Container. Logo. Das sind Vorbereitungscontainer. Ja. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass die ganzen Schmelzen hier stillstehen, weil die noch keine Kohle kriegen? Ja, bekommen sie aber demnächst. Das heißt, du produzierst noch keinen Stahl, Junge. Ne, das haben wir immer händisch abgebaut, die Kohle. Ja, die so ein Kohle bisschen. Jetzt aber das, anderweitig. Ich wollte gerade sagen, aber das pumpen wir jetzt alles in Energie rein. Zack. So. Das ist alles cool. Das steckt dann alles zusammen. Gut, dann brauchen die hier nur noch Strom. So. Ström. Kann ich gar nicht. Aber den kann ich schon mal. Gut, von hier kommt es rein. Kommen wir da noch vorbei? Stimmt. Ach, jetzt kann ich hier schon wieder. Ah, oh, wie ich es manchmal hasse, ey. Mit deinem kleinen Bauback hier. Ich kann es nicht ändern. Tu was. Kauf Computer, Junge. Kauf Computer. Ist in Mache tatsächlich. Immer diese komischen Laptops. Aber das ist blöd, wenn da, egal auf welcher Website steht, Lieferzeitpunkt nicht abschätzbar oder absehbar. Ja. Scheiße. Kennst du mein Dilemma, ja? Ja, ich bin im gleichen Dilemma. Und zwar voll und ganz. Ach, da liegt auch noch einer drauf, scheiße. So, ich hoffe jetzt, da liegt auch noch einer. Oh, da sind noch gar keine Fließbänder, auch schön. Hallo Frau. Moin. Und da liegt auch noch einer. Wir nehmen auf, ja. Zap, zarap, zarap, zarap. Das war ja Quatsch, was ich hier gemacht habe. Quatsch machen kann ich gut. Ich bin gerade. Was hast du hier denn? Das ist ja voll doof. Was sieht doof aus? Ich überlege gerade, was wir hier gemacht haben. Okay. Gut denn? Nee, schon gut. So.
haben wir denn jetzt hier gerade gebaut? So, der macht dahin, der macht dahin. Der führt dahin, dann führen die hier hinten zusammen. Okay, und die kriegen alle von... Hier, okay. Gut. Dann fusionieren wir hier wohl. Und zwar in die Richtung. Und möglichst mittig. Ich glaube, das wäre schön, ja. Mittig ist, glaube ich, gut. So. Jetzt hat er die Zeit. 40 Minuten für so ein bisschen Gefrickel hier. Meine Güte. Kleinvieh macht ja bekannt die Außenmist. Wenn ich überlege, wie ich auf meiner Karte angefangen habe, ne? Mit so einzelnen kleinen Dingen und ewig weit auseinander und. Es ist schon krass, ja. wie sich das ändert. Das ist schon echt übel. So. So. Und mittlerweile geht das alles so locker von der Hand. Das ist halt ein völlig anderes Spielen. Ja, spätestens wenn man das schon mal ein paar Mal gemacht hat. Du bist ja routiniert automatisch. Ja. So, was haben wir? Jetzt muss ich gerade echt überlegen, sind die richtig rum? Eigentlich sind die alle falsch rum. Dann hier ist... Wieso ist denn... Achso, nee, ist schon richtig. Hier geht's weg. Das heißt, nach da geht's hin. Ich bin gerade irre verwirrt. Und ich weiß nicht mal, warum. Okay. So, hier ist Eingang. Da wollen wir die Barren haben. Und die Barren laufen dann hier zusammen. Okay. Das heißt, hier kommt noch einer hin. So. Noch Tor. Jetzt warten hier schon zwei Katzen auf mich. Na, ist doch schön. Freu dich doch darüber, dass du gefragt bist, Nelly. Boah, ich weiß nicht, warum ich gerade so auf dem Schlauch stand. Ja. Das war eigentlich so easy. So. Ich nehme mal Stahlbeton rein. Steht alles, da kommt Betonage raus. Wir verschenken nämlich gerade 20 Eisen die Minute. Nein, das ist ja unerhört, dass wir 20 Eisen die Minute verschwenden. Ja. Also die kommen nicht an, die kommen zu wenig an der Produktionsstätte. Achso, wieso das denn? Ich denke, du hast ja, weil voll hochgepimmelt. Ja, auf 300. So, was? Ach genau, es kommen sogar 30 zu wenig an. Das ist ja unerhört. Und hier kommt sogar gar nichts an. Weil er kann nämlich nur 270. Ich hatte nur ihn angeguckt, der konnte 300. Ja, und die Förderbänder können aber nur 270. Ach ja, stimmt. Deswegen muss ich MK4 holen. Das ist sehr richtig. Ja, ich fülle gerade mal das ganze Eisen, das ich so beim Abbau auf dem Tisch liegen hatte, hier auf. Ach, du hast schon Stahl, das ist ja herrlich. Na wunderbar. Mehr brauche ich nicht. Doch, wir brauchen noch mehr. Na stopp, ich brauche nicht mehr hier vorne. Nee, aber der ganze Zulauf muss ja noch. Wie bitte? Ein roter Klapphefter. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich jemals einen roten Klapphefter gesehen habe. Nein, habe ich nicht. Ich hole mal eben Stahl. Stahlbeton meine ich. So. Wo kommt das her? Achso, vom anderen Logo. So, und dann pimmel ich hier mal gleich auf Mark 4 hoch. Aber ich glaube, das machst du auch gerade. Ich hab schon. Ja, hab's gesehen. Aber du hast die Lifte vergessen. Nee, nur den einen. Okay. Ach, der kommt jetzt auch endlich. Der kommt jetzt auch endlich. So, sehr schön. Ich habe hier so schön mit Liften gearbeitet und du baust hier so eine hässliche Frickelkacke nach unten runter. Aber gut. So. Das läuft dann auf jeden Fall schon mal. Ja.
Aber noch kommt zu wenig an. Ach, warte mal. Dann machen wir hier doch auch gleich Mark 4 draus. Zack. Wo? Zack. Hinter den Maschinen. Ah, ja, spätestens wenn es komplett fusioniert ist. Ja. Wird das etwas eng. Gut. So, hier die Lifte auch. Zack. Da ist wurscht, aber hier die mittigen müssen. So. Passt. Und die hauen auch so viel raus, oder nicht? Na nü. Ja, hier ist natürlich schon massiv Stau. Hier brauchen wir sogar Mark 5. Wieso? Ja, die was Schrauben. Ballern die denn raus? Ja, die Schrauben ballern raus. 600. Alles klar. Aber nee, ich mach das anders. Nee, alles gut. Nee, ich mach das ganz klar, Luca. Wir haben ja zwei. Höchst kompliziert. Wir haben ja zwei Eingänge. Haben wir. Die können wir auch beide nutzen. Oder ich komme einfach mit Mark 5 Bändern. Angeber. Bloß weil ich sowas noch nicht habe, weißt du? Wie ich einmal was richtig machen. Okay. Zack. Zack. Und dann. Welche sind das? Hier. So, Stau vorbei. Das ist schön. Bis hier und dann. Zack, zack. Ach komm. Jetzt in der Scheiß. So. So. Und. So. Das machen wir doch anders. Mark 4, einmal hier durch. Baust du den jetzt zusammen, ne? Hm? Ganz abgefahrene Sache. Oh. Das wird ja anstrengend. Wieso? So einfach von da hier rüber verbinden können. Hätte ich, habe ich aber nicht. Weil ich ja bin, wie ich bin. Kennst ja langsam. Ich mache ja alles immer ein bisschen anders. Das auch mit dem Fusionator hier. Hä? Nee, eben, ja, dann brauchen wir ja wieder Mark 5 Bänder. Das wollte ich ja gerade. Ja, aber die liegt doch hier schon. Ja, aber da war ich ja jetzt im Begriff, das nicht zu brauchen. Ah. Jetzt mache ich das so fertig, weil ich das so machen wollte. Okay. Oh, Hass. So. Ist das gerade? Nein, das ist auch nicht gerade. War auch richtig hier. Und das gerade nicht funktioniert, wie ich das wollte. So. Na, geht doch. Das habe ich doch eben gerade so versucht und da sah das schief aus. Na, egal. So. Wie viele Konstruktoren können wir denn jetzt hier später befüllen? Ich meine drei Stück. Fabrikatoren. Manufaktoren meinst du? Ja, Manufaktoren ist nochmal größer. Produktion, warte, wolltest du ja alternativ, ne? Ja, nicht ganz drei. Wir brauchen nicht 600, sondern 585 Schrauben. Und wir produzieren. Ne, doch, passt. 50, 150, 300, 600. Ja, passt. Also genau drei Stück. Und Kupferblech haben wir mehr als genug. Oh, ich glitsche durch die Gegend. Witzig. Okay, heißt, jo. Wir produzieren eigentlich immer noch zu wenig Schrauben, um das Kupferblech voll auszureizen. Aber ist nicht schlimm. Nee, aber das Kupferblech brauchen wir eh nachher für die Rohre. Richtig, ne? Aber wir reizen die Schrauben voll aus. Yes, Meister. Nö, und damit macht das denn ja schon wieder Sinn. So, dann würde ich sagen, Spacks, wo willst du denn die Dings denn haben? Die Manufaktoren? Ne, hier ist kein Platz.
Oder wir bauen es hoch. Das ist mir egal. Wir bauen eine Etage drüber. Fertig. Bauen eine Etage drüber. Ja. Machen wir hier. So. Oder so. Okay. Das geht natürlich auch. Zack. Oh, ist das mit den Fundamenten so komisch ist, ne? So, wir müssen jetzt aber eigentlich passen von der Hälfte, von der Höhe her. Über müssen. Willst du da direkt, willst du so ein Unterteil drauf bauen oder direkt ein Fundament? Ja, so? Ja. So? Oder Pillar-Top drauf, fertig. Achso, willst du doch, okay. So, dann die hier. Zack. Genau, die Achtmannsturm. Ja. Sind mit die schönsten, wie ich mittlerweile finde. Yep. Ach, wie das hier Hand in Hand läuft. Ist ja super. Yes. Wie ein Länderspiel. Aber dazwischen müssen wir noch einmal. 1-0 für die anderen, oder was? Ja. Ne? Verlieren können wir gut. Ja, ja. Wenigstens das müssen wir können. So, was macht das wirklich? Siehe Pacify. Ach komm, wir haben gewonnen am Ende. Ne? Und ja, aber es war ein knappes Ding. Ja, vor allem die letzte war ultra knapp. Also wenn ihr sehen wollt, was Kai meint, wir haben zu Weihnachten hin ein sehr, sehr schönes Spiel gespielt, das der Kai uns allen geschenkt hat, den ganzen Berthold sonst. Und es war wirklich ein kleiner Schocker. Aber wir hatten irre Spaß daran tatsächlich. Ich möchte es nicht nochmal spielen, aber es war cool. Achso, gut. Da sind wir schon soweit. Ach, ich kann ja nicht fliegen. Ich nehme die konventionelle Methode, um da hochzukommen. Ja, bau dich einfach hoch. Ja. Du kennst mich. Du bist es gewohnt. Zack. Ich folge dir ja auch. Na ja, sollte man unbedingt tun. Das ist auch ganz wichtig, mir zu folgen. Denn nur dann findet man die schönsten Gebäude aus Satisfactory. Die gibt es nämlich nur bei mir auf dem Kanal. Das ist schon mal gänzlich klar. Okay. Ja, nicht? Ja, ja. Würdest du das nicht unterstreichen? Na, doch, doch. Na, siehst du. Na, siehst du. Ich gehe nochmal Alu holen. Hol mal Alu. Holla Alu. Weil jetzt sind wir zwar oben angekommen, brauchen aber trotzdem die Kapazität für MK5-Bänder. Ja. Tragischerweise. Wir hätten das wieder splitten können, aber das war. Nein. Nein. Okay. Dann baue ich schon mal die Manufaktoren. Ich mache Stahlbeton, glaube ich. Ich kann es mehr, ne? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Wie das so ist. So, dann wollen wir mal gucken. Zack, ein bisschen ausgerichtet. Und. Steht der richtig? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon. Ja, das brauchst passt. Noch, brauchst du noch schwere Platten? Nö. Ich krieg genau 3 Stück hin. Wird sogar noch ein bisschen mehr schaffen. Passt also. So, sehr schön. Ja, ich fange schon mal an mit Mark 3 zu bauen. Brauchst du nachher nur upgraden. Naja, ja, ich bin unterwegs. Boah, nee, das von. Nee, was los? Ja, was hat er? Nee, du kriegst zu viel. Wie, du kriegst zu viel? Ja, denn da habe ich nachher den ganzen Müll in meinem Inventar, ist egal. Achso. Mark 5! Das ist echt dein Problem? Na ja, gut. Ja, na, ist egal. So, das reicht. Oh, das ist ja scheiße. Was ist denn scheiße? Hab ich echt das gemacht. Ja, oh Mann. Das ist ja hässlich. Ja, hab ich dir ja vorhin gesagt. Ja, ja. Dass du das voll verkackt hast, aber mir hört ja keiner zu. Nö. So. Nee, wo, wieso auch? Ja, macht gar keinen Sinn, mir zuzuhören. So, aber wie teile ich das denn jetzt auf, so wie ich das hier hingebaut habe? Das ist ja voll assi. Und wieso stehen die so komisch? Das ist ja noch viel assier. Das kommt, das geht so nicht. Das kann ich so nicht auf mich sitzen lassen. Das kann der Himmel aber schön, ey. Nein, das stimmt doch schon wieder nicht. Alter, ich habe schon wieder Knick in der Optik. Das ist diese verquere Auflösung, die ich hier spiele. Wenn man auf einem
UWQHD spielt, aber nicht mit einer UWQHD-Auflösung und dann das Ganze stretcht. Das ist voll den Knick in der Optik, ey. Wenn ich Zeit hätte, würde ich dich ja bemitleiden, ne? Aber. Ja, ich weiß, machst du so ungern. Jetzt ist das doch schon wieder nicht so. Ich habe einfach keine Zeit dafür. Ja, ja. Red dich ruhig raus. So. Ja. Ist das jetzt sauber? So wie ich das will? So. Jetzt sind wir in der Mitte von den beiden. Ja, sehr schön. Wir gehen hier bis hier und hier bis hier. So, jetzt müsste es eigentlich klappen. So, MK3 müsste reichen. Sicher. Oh, ich habe keinen. Ich hab kein Beton mehr, das ist ja ganz unschön. Was ist los, Neddy? So habe ich gesagt, 70 kommen an, ne? Ja, irgendwie so. Was ist los, Neddy? Ich höre dich nur fluchen. Ach, Werbung. Ach so. Oh nee, das war ein bisschen viel. Mal wieder weg. Oh. Das ist aber nicht gut. Warum ist denn da gerade der Strom ausgefallen? Naja, wahrscheinlich, weil wir zu wenig Strom hatten. Ja. Zu viel verbraucht. Du wirst vielleicht noch mal ein bisschen Biofuel verbrennen müssen. So, nee. Halt da. Was brauchen wir denn für die Mark 5? Echt Aluminium. Ich kotze. Was brauchst du denn? Was? Ne, ich hab nur gleich Aluminium mitgeholt, damit ich auch die Firmware-Platten bauen kann. Die Firmware-Bänder. Brauchst du ja jetzt nicht mehr, weil du hier oben ja schon anfängst zu splitten. Ja, grundsätzlich ja. Hast recht. Aber lieber haben als brauchen. So. Zack. Jetzt da nochmal hoch und zipp die zapp. Ich muss mal sehen tatsächlich, ob ich dich nachher auch verlinken kann. Schön. Wäre schon schön, ne? Ja, so. Ich muss jetzt noch Rotoren bauen. Okay. Ja, Rotoren bauen wir doch gerade hier. Ne, ich baue mir jetzt von Hand welche. Ich setze um jetzt vielleicht noch Kohlegeneratoren hin. Ach so. Hast du denn Kohle hier? Bitte? Ist denn hier auf der Ecke irgendwo Kohle? Bei unserer Dings. Ach so. Ja. Ich kann da ja 16, 32 insgesamt bauen. Ach so, ja. Stimmt. Und ich habe dir ja schon einen schönen Formfaktor vorgegeben. So, jetzt muss ich hier trotzdem erstmal gucken, wie ich das hier alles aufteile. Das wird ja ganz schön hässlich. Sollen wir mal ein bisschen Kupferblech mitnehmen, wa? Sollte man machen, ja. Sonst wird das dünne mit Rohre bauen. Das stimmt allerdings. Wir machen das einfach. Moment, kriegen wir das hier hin? Ne, passt natürlich nicht. Wie mache ich denn das? Das ist ja doof. Echt, ich schaffe genau ein Rotor. Das ist ja Wahnsinn. So, ich bin gerade voll überfordert mit meiner Welt. Das ist ja unglaublich. Das habe ich ja so dem Maße auch noch lange nicht mehr gehabt. Gut, wir splitten mal einmal erstmal hier weg. Quatsch. So, wenn wir splitten wollen, soll ich auch einen Splitter bauen. Das ist, glaube ich, schon mal die beste Idee. So. Den kommt hier einmal Mark 5 Band dran. Zack. Zack. Und dann. Wie viele Schrauben müssen hier rein? 200 reichen Mark 3. Sehr schön. Ja, das passt ja schon mal gar nicht. Das ist ja schon mal super. Dann machen wir das so. So und so. Bin ich ja jetzt schon angekotzt. Wieso? Och, du wirst mich hassen. Alles cool. Ach, Quatsch. Das Übliche also. So. Den nach da, den nach da und den nach da. Im Normalfall würde ich sowas ja verstecken. Ich mach das hier auch. Das reißen wir alles nochmal weg. Das ist so schon mal scheiße. Und dann reißen wir das nämlich auch alles nochmal weg.
So, und dann bauen wir das hier alles in Höhe. Noch besser, wir splitten das da hinten. Das ist eine schöne Idee. Jo. So, dann Mark 5 ran. In die Richtung. Dann machen wir aus den Wänden erstmal andere Wände. Ups, die sind unterschiedlich hoch, das fängt schon mal gut an. Was? Und sind beide falsch hoch. Das ist ja. Müller hat's wieder gemacht. Wieder voll gerissen. Wie? Doch, passt. Gott sagen, kann das denn sein? So. Und so. Dann einmal Mark 5 darüber. Na komm. Wieso stehst du denn hier noch dämlich in der Welt rum? So. Das auch nochmal weg. Und dann mal so. Und dann kommt das hier schon mal ganz anders raus. Das kann dann zu. Ach ja, der Müller macht Quatsch. Läuft. Und dann ziehen wir die da schon mal rüber. Zack, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. So, was ich jetzt vorhabe, ist ja eigentlich ganz easy. Ich schicke die erstmal hier hinten raus, kann das dann alles nachher richtig schön zubauen. Und habe das dann hier sauber aufgesplittet, ohne dass man das immer gleich sieht. Dem Kai ist das eigentlich noch egal. Noch, ja. Aber mir halt nicht. Weil ich nicht hässlich will. Weil hässlich doof ist. Okay. Ja, man kennt es nicht anders. So. Dann wäre das einmal so. Einmal so. Und einmal so. Oh, das wird interessant. Irgendwie wird das alles nicht so, wie ich mir das vorstelle. So und so. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde, was ich hier mache. Wenn man sich selbst uneins ist, ne? Super. Ja. Das ist schon mal scheiße. Was mache ich denn hier? Meine Güte. Ich könnte einfach die Anordnung ändern von den Manufaktoren, aber das will ich nicht. Das wäre noch eine Idee. Das ist, glaube ich, die schlauste Idee. Hoffentlich. Zack. Hier Sonnenwand, ja? Dann machen wir es einfach größer. So. Passt das? Nee, das passt nicht. Ach, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Mark 5. Ich sehe mal wieder nichts. Herrlich. Bin ich am oberen dran? Ich hoffe es einfach mal. Einmal so. Ach komm schon. So, der ist auch schon falsch. Super. Läuft. So, dann hoffen wir einfach mal, dass das passt. So, Mark 5 Band. Komm schon. Echt einen halben zu flach. Ist doch scheiße. Passt da? Auch einen halben zu flach. Gut. Alles in Höhe. So. Und dann passt. Sehr schön. Müsste so sein. Und dann sitzt das auch. Goodie.
So, so viel Aufwand für ein bisschen Förderbänder splitten. Meine Fresse. Ey, manchmal zweifle ich an mir selbst. Aber wenn der Platz nicht reicht, dann ist es halt manchmal so. So. Dann kommt da ein Splitter hin. Und hoffentlich passt das dann irgendwie. Das Ganze hier auch. Ich habe auch so einen Fimmel, ich will das ja dann symmetrisch haben. Nee, ich krieg sonst eine Krise. Wer, bitteschön, der dieses Spiel spielt, hat diesen Fimmel nicht. Nö, nö. Die, die es nicht ernst nehmen. Na. So. Das ist doch schon mal ein Anfang. So, jetzt gehen wir nach hier. So. Du gehst aber gleich hoch tatsächlich. Oder? Nee, auch nicht. Scheiße. Alles nicht zu ertragen hier. Dann sind wir hier. Und dann. Und dann und dann und dann. Ich gehe doch jetzt hier nicht nochmal in die Breite. Was soll denn das? Nur um da dann noch mehr Kuddelmuddel zu haben. Scheiße, nur eins. Wie mache ich das? Leute, ich stehe gerade echt auf dem Schlauch. Da kann ich nicht direkt hochgehen. Dann mache ich das jetzt so. Quatsch. Man sollte schon das richtige Förderband nehmen. Ach nee, ich brauche halt. Reichen ja die jetzt. Ah, das wäre super. So. Dann gehst du nämlich bis hier und du bis hier. Dann müsste das passen. So, jetzt müssten wir genau nebeneinander kommen. Der ist schon mal zu weit. Super. Geht ja gut los, das Ganze. So, nochmal. Und wieder die gleiche dumme Breite gewählt. Schön. So, jetzt aber. Jetzt passt's. So, das heißt, bis wohin sind wir da gegangen? Ziemlich genau bis zu dem Ding hier. Gut. So. Da hoch und dann ist doch alles schön. Bis dahin. Nee. Oh, das nervt mich, dass ich das hier nicht abbrechen kann, aber okay. Das geht schon mal nicht. Das ist ein zu weit. Machen wir einfach mal so. Daran soll es denn ja nicht hapern. Oh, jetzt sind wir auch schon im Bereich von überzogen. Hoppala. So schnell kann es gehen. Upsi, sagt er. Echt, das glitscht? Das ist ja. Ne, Glitch will ich nicht. Also wenn ich eine Sache nicht will, dann sind es Glitches. Dann machen wir so. So. Kennst du das, wenn man sich ohne Grund glatt anstellt? Ja. Ich hab das gerade. Und zwar von einer. Hab ich zwar noch nie, aber hab ich schon mal von gehört. Leute wie dich, ne? Was denn? Ich will auch mal einen auf Müller machen. Ja, das steht dir ja gar nicht zu. Das, ne? Okay. Also, es gibt nur einen Bertholz, Oberbertholzer. Ja, der hier so hart rummüllern darf. Okay. Ne? Das muss er mal. So.
wenn ich das jetzt gemacht habe, ich hab's gemacht. So lang und so lang. Meine Güte, nur um ein Band auf drei Bänder aufzuteilen. Das ist ja unglaublich. Ja, außerdem bin ich hier die Phrasensau, das wollte ich nochmal ganz kurz festhalten. Ja. Ne, wo kommen wir denn sonst hin? Sonst kriegst du ja den Urlaub ja gar nicht zusammen. Hä? Hey, ist doch ganz. Hab ich nicht ganz genau so. Okay. Ah, okay, da habe ich noch einen zwischen gehabt. Den nehmen wir mal weg. Der irritiert ja nur. So, dann bis hier. Und nach da und dann nach. Oh, fuck. Ah, dass da keine scheiß Fundamentplatte war. Aber egal. So, das Problem ist ja jetzt, ne? Ich kann jetzt nicht einfach aufhören, weil das muss ja jetzt fertig werden, ne? Das ist ja äußerst ärgerlich. Äußerst ärgerlich. So, wo war ich jetzt? Hier war ich. So, gehe ich hier bis auf die Höhe vom. So. Dann führen wir jetzt den hier auch noch hoch. So. Oh. So. Das passt. Das sollte auch passen. Und das passt schon mal nicht. Mein Gott. Mein Gott nochmal. So, jetzt aber. Das ist hier schon. Alter. Gleich schreie ich. Ich sehe es kaum. So. Jetzt gerade, geht doch. So, jetzt haben wir die jetzt mal hier rüber gebracht. Und nachher verstecken wir das alles vor Kai, damit er den ganzen Schlons nicht sieht. Ein Glück kann ich dein Video angucken. Ja, scheiße, das ist die Krux in meinem Plan. So ein bisschen. Ja. Okay. So. Zack, zack, zack. Und dann machen wir hier zack, zack, zack. Und dann kriegen wir das doch irgendwie hin. Wir gehen bis hier hin. Obwohl, wir können das eigentlich gleich einrollen hier. Nee. Was denn? Was denn? Was hast du denn? Eine schwere Eisplatte zu wenig. Warte mal, das machen wir dann halt. Dann wird das anders gemacht. Das ist ja äußerst ärgerlich. Ich halt MK3. Was soll der Geiz? Wer hat der soll? Ach, scheiße. Ach, leck mich doch. So, das wird jetzt so gebaut. So, komm. Hier. So. So, scheißegal. Ist nicht meins. Gehört nicht mir. Muss ich mir keine Sorgen drum machen. Muss ich dann nie wiedersehen. So. Nee, das geht nicht. Nee, das geht auch nicht. Zu viel Schlons machen wir jetzt auch nicht hier. So. Du gehst hier rüber. Zack. Und dann ist das doch schon fast in Ordnung. Natürlich passt der genau da gerade rüber. Ist ja nicht auszuhalten. Scheiße.
So. Nee, so nicht. Ach komm, geht doch. So. So und so. Ach komm, echt? Das kriegst du jetzt nicht hin. Puh. Lass mich doch nicht von dir verarschen spielen. Willst du mich rollen oder was? Oh, du wirst mich hassen. Glaube ich nicht. Obwohl. Ja, doch ein bisschen. Wie gesagt, wir reißen es doch eh ab. Ja, aber das tut der Sache ja keinen Abriss. Ha, haha, was für ein Wortspiel. Ja, da war ich schlecht. Ach, dann hast du es halt. So. Gut. Die laufen. Auf einem richtig witzigen Stelzenweg. Jetzt brauchen die nur noch Strom. Aber darum muss ich dann der liebe Kai kümmern. Dann kann er sich den Scheiß hier hinten angucken. Ich habe keine Ahnung, wie ich auf den Aufbau gekommen bin. Ich bin selbst ein bisschen von mir enttäuscht. Okay. Super gut. Wie dem auch sei. Ja, das ist Kais kleine Map. Kai hat vor, ganz viel Atomenergie zu machen. Und ich weiß gar nicht, wo er rumschlawenzelt. Irgendwo da hinten wieder. Mach gerade Strom. Er macht gerade Strom. Dann gehen wir da noch hin. Ne, ich werde hier ab und zu mal zu Besuch sein, denke ich mal. Ne, werde ihm hier ein bisschen unter die Ist Arme der greifen. Rotoran dabei? Zehn Stück brauche ich. Ich Und habe Gabelzug fürs 6. KW. 38 und 120. Jo, passt. Tut's, ne? Ja. So, ich werde auf jeden Fall immer mal wieder zu Besuch sein. Und ja, dann gibt's auch mal den Ragnar live zu sehen. Ist ja auch was Feines, ne? Hier steht immer noch so ein pimmeliges Geschenk rum. Ey. Ich hasse diese Teile mittlerweile. Und dabei habe ich es ausgeschaltet, ne? Ja. Vielleicht sollte man die paar wenigen, die noch da sind, einfach mal wegsammeln. Könnte man. So, War boah, schon ich keine Liste. bin hier auch wieder super runtergeslidet. So, wo ist er Wie denn? viele Rotoren hast du? 38? Ja, 36? 38. 38. Gut, da muss noch zwei Stück basteln. Wo bist du denn? Hier. Du läufst gerade gegen Kraftwerk bei mir. Ja, ich bin oben auf den Kraftwerken. Ich Bist bin jetzt im auf. Mittelgang zwischen den Kraftwerk rein. Ja, da bin ich auch. Genau. So, dann kriegst du hier noch die. Und dann kriegst du noch. Was brauchst du noch? Kabel, ne? Ja, da reicht ein Stapel. Ja, 121 tun es halt auch. So, wie dem auch sei, die Folge ist jetzt schon leicht überzogen. Und ich würde mich dann erstmal verabschieden. Irgendwann im Laufe der Woche, ich weiß noch gar nicht wann, wird Kai bei mir nochmal. Werden wir meine Map bei Kai auf dem Twitch-Kanal ein bisschen weiter spielen, ne? Also, wenn ihr das sehen wollt, was wir da machen, das ist die einmalige Möglichkeit, ne? Das wird bei mir nicht hochgeladen und gibt es nur bei Kai zu sehen. Deswegen abonniert ihn bei Twitch, ne? Link haue ich euch auf jeden Fall unten in die Beschreibung. Ich hoffe, dass ich den irgendwo hier auch noch einblenden kann. Wenn nicht, wie gesagt, ihr findet ihn unten. Ansonsten danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Das war mal eine etwas andere Folge. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar und der Kai möchte bestimmt auch noch irgendwie was sagen. Jetzt hast du schön mitten in der Abmoderation beendet, weil Ja, euer macht nichts. Ragnar und alle haben sich schon gefreut, Bertholdt mitzusagen. Und jetzt hast du es Ja. kaputt gemacht. Also, meine Lieben, schön, dass ihr da wart auf meiner kleinen bescheuerten Map. Es ist halt eine Vorbereitungsphase, aber das wird sich jetzt relativ schnell wieder geben und dann sehen wir mal zu, dass wir irgendwann mal ein bisschen Atomstrom hinkriegen. Und bis Ragnar das fertig hat, dann haben wir 2025, also alles cool. Das ist richtig, ne? Bis dahin hat die deutsche Bundesregierung den Atomausstieg geschafft. Ich sag's euch. So. Ich habe dir übrigens gerade auf deinen sexy kleinen Hintern geguckt. Oh. Yay, ich Oh. brauche noch schwere Platten. Habe ich welche hier? Zwei Stück. Ja, hier. Liegen auf dem Kraftwerk. Tu was für dein Geld.
So, Leute, reingehauen, bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsson, jetzt tatsächlich.